lieber Zero, vielen Dank fürs Anschauen von mir, The Cone. Im heutigen After Effects will ich dir, lieber Zero, zeigen, wie du diesen coolen und einfachen Texteffekt erzeugen kannst. Wie das Ganze wie immer funktioniert, zeige ich jetzt in meinem Video wie immer Schritt für Schritt. Im ersten Schritt müssen wir eine Komposition erzeugen, das heißt, wir klicken auf Neue Komposition. Dann erscheint ein Fenster, wo die ganzen Einstellungen vorgenommen werden können. Ich lasse das Ganze einfach mal so und werde das Ganze jetzt nur noch umbenennen. Haben wir das getan, können wir das Ganze mit OK bestätigen, haben diesen Schritt erledigt und jetzt im nächsten Schritt müssen wir eine Farbfläche erzeugen. Das heißt, wir klicken hier unten rechts drauf, gehen auf Neu, gehen dann rüber und zwar suchen wir uns die Farbfläche raus, klicken darauf und jetzt erscheint ein neues Fenster, wo die ganzen Einstellungen wieder vorgenommen werden können und hier an dieser Stelle können wir auch die Farbe ändern. So, je nachdem, wie du es haben möchtest. Ich lasse das Ganze einfach mal schwarz und werde das Ganze jetzt noch umbenennen. Ist das erledigt, können wir es auch mit OK bestätigen. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt auf Werkzeuge, suchen uns den Textwerkzeug raus und können jetzt hier im Fenster einfach x-beliebig einfach den Text platzieren, wo wir es haben wollen. Und das hinschreiben, was wir möchten. Ist dieser Schritt getan, gehen wir jetzt rüber und zwar zu Ausrichten und wollen das Ganze horizontal sowie vertikal ausrichten, sodass das Ganze zentriert ist. Und jetzt im nächsten Schritt, natürlich wollen wir das Ganze animieren, das heißt, wir klicken hier unten auf dieses schöne Dreieck drauf, dass wir das Ganze aufrufen, größer machen, gehen auf Animieren, gehen dann auf Skalierung, dann gehen wir hier runter zu Animator 1, gehen dann zum Hinzufügen und wollen über die Eigenschaft die Drehung einfügen. Haben wir diese beiden Effekte eingefügt, gehen wir auf eine Sekunde rüber, sagen dann hier an dieser Stelle, wollen wir ein Keyframe erzeugen, das heißt, wir klicken auf dieses schöne Stoppuhr-Symbol rauf bei Drehung und bei der Skalierung, gehen dann rüber auf 0 Sekunden, sagen dann an dieser Stelle soll das Ganze passieren und zwar einmal, dass die Drehung auf 180 Grad gemacht werden soll und natürlich die Skalierung auf 0. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt die Keyframes noch ein bisschen bearbeiten, damit das Ganze ein bisschen smoother rüberkommt. Wenn wir uns das nämlich so anschauen, sehen wir ja, könnte noch ein bisschen nicer rüberkommen. Das heißt, wir wählen jetzt die ganzen Keyframes aus, gehen dann auf einen dieser Keyframes rauf, klicken mit Rechtsklick rauf, suchen dann den Keyframe Assistant raus, gehen dann auf Easy Ease rauf und jetzt ist es ein bisschen so, dass es ein bisschen smoother rüberkommt, sieht schon mal auf jeden Fall angenehmer aus, aber wir wollen das Ganze noch ein bisschen bearbeiten, damit es noch ein bisschen mehr Feinschliff kriegt. Das heißt, wir gehen hier auf diesen schönen Diagramm-Editor rauf und haben jetzt hier diese schöne Ansicht, hast du die zum Beispiel nicht, klickst du Rechtsklick drauf, einfach gehst dann auf diese Geschwindigkeitskurve bearbeiten und hast das Ganze dann hier auch so, wie jetzt ich das Ganze habe. Wählen die ganzen Diagramme aus, das heißt diese Kurven wählen wir aus, sodass wir diese Punkte haben, sichtbar sind, ziehen das Ganze einfach mittig, damit das Ganze so aussieht. Können den Diagramm-Editor verlassen und jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen, wie das Ganze jetzt aussieht. Sieht auf jeden Fall besser aus. Jetzt im nächsten Schritt wollen wir das Ganze natürlich duplizieren. Das heißt, wir klicken hier auf dieses schöne Schriftfeld drauf und duplizieren das Ganze, indem wir dreimal STRG und D drücken. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt das Ganze ein bisschen verfeinern. Das heißt, wir wollen diese Farbe von diesen unteren drei ändern. Das heißt, wir gehen auf Zeichen drauf, dann wählen wir das Ganze hier diese Farbe aus und können hier an dieser Stelle einfach x-beliebig eine Farbe wählen, die wir haben wollen. Im nächsten Schritt ist es jetzt so, wenn wir uns das Ganze anschauen, sehen wir hier noch nicht wirklich was, was wir hier getan haben. Deswegen wollen wir jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen reinzoomen in dieser Timeline. Das heißt, wir drücken mit Alt und dem Mausrad reinzoomen, können wir das Ganze so reinzoomen, dass wir hier diese schönen einzelnen Frame sichtbar haben hier an dieser Stelle. Und jetzt ist es nämlich so, dass wir außer der unterste die alle anderen verschieben. Das heißt, an dieser Stelle sagen wir hier an dieser Stelle, dass das Ganze auf 4 Frames sein soll, dann der nächste auf 8 Frames. Und natürlich den letzten auf 12 Frames. Jetzt können wir hier ein bisschen wieder rauszoomen und uns das mal anschauen, was wir überhaupt hier gemacht haben. An dieser Stelle ist irgendwie noch so, dass hier etwas getan werden muss. Hier siehst du, ja, das ist alles noch zu flüssig, noch zu hartkantig. Deswegen wollen wir hier eine Bewegungsunschärfe reinbringen. Das heißt, wir wählen hier an dieser Stelle diese Bewegungsunschärfe simuliert aus. Das heißt, wenn du diese Ebene nicht hast, findest du das Ganze hier unten an dieser Stelle Ebenen, Ebenschalter ein- und ausblenden, kannst du es nämlich hier
aufrufen und dann wählen wir das Ganze hier aus, welche wir haben wollen, wo die Bewegungsunschärfe eingefügt werden soll. Aber hier an dieser Stelle passiert noch nicht wirklich viel was. Denn wir müssen das Ganze erstmal hier oben aktivieren. Und wenn wir uns anschauen, dann sehen wir hier, ist schon mal was, dass etwas passiert. Aber wir wollen das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Das heißt, wir gehen oben auf Kompositionseinstellungen und dann gehen wir auf Erweitert. Und an dieser Stelle haben wir diese Verschlusswinkel, was wir ändern können noch, um das Ganze noch ein bisschen zu verbessern. Deswegen sage ich hier an dieser Stelle, probieren wir einfach mal 500 aus. Du kannst natürlich die Zahl ändern, je nachdem, wie du es haben möchtest. Ich sage einfach mal, bei 500 lasse ich das Ganze und bestätige das Ganze mit OK. Und den hier an dieser Stelle ist diese Bewegungsunschärfe noch peppiger, noch effektiver und das ist, was wir erreichen wollen. Ist das erzeugt, wollen wir jetzt natürlich das Ganze so ein bisschen reduzieren, was wir hier erzeugt haben. Das heißt, wir wählen natürlich alle Textebenen aus. Das heißt, mit gedrückter Shift-Taste können wir den ganzen Textebenen auswählen, klicken Rechtsklick drauf und sagen jetzt, dass das Ganze als Unterkomposition erstellt werden soll. Hier an dieser Stelle kommt dann ein neues Fenster, wo wir dann einfach sagen können, hier an dieser Stelle, wie das Ganze benannt werden soll. Ich sage jetzt einfach mal, Text Nummer 1 soll das Ganze benannt werden und haben das Ganze dadurch reduziert. Der nächste Schritt ist jetzt so, dass wir das Ganze natürlich auch wieder ausblenden wollen. Das heißt, wir wollen nicht das Ganze nur eingeblendet haben, sondern wir wollen das Ganze auch wieder ausgeblendet haben wollen. Deswegen gehen wir jetzt hier auf 2 Sekunden. Sagen dann an dieser Stelle, wollen wir dieses, was wir hier animiert haben, natürlich duplizieren. Das heißt, wir machen jetzt Steuerung, Shift und D. Das heißt, wir duplizieren, aber im gleichen Schritt schneiden wir das Ganze hier nämlich weg. Das, was wir nicht benötigen, können wir mit der Entferntaste entfernen. Und jetzt haben wir den ersten Part, den wir animiert haben, duplizieren. Das heißt, Steuerung und D duplizieren wir das Ganze, ziehen das Ganze rüber auf 2 Frames. Und an dieser Stelle sagen wir dann natürlich mit Rechtsklick auf diesen Part, dass wir auf die Zeit gehen. Dann suchen wir uns die Abspielrichtung der Ebene ändern aus. Klicken darauf und jetzt natürlich müssen wir anschauen, dass wir hier an dieser Stelle, dass wir hier keinen schwarzen Übergang haben. Deswegen immer ein bisschen ranzoomen und schauen, ob du wirklich das Ganze gegriffen hast und den hier an dieser Stelle, ja, da muss nur ein bisschen was rangezoomt werden, rangemacht werden und können uns das Ganze anschauen, haben einen gleitenden Übergang und das ist, was wir erreichen wollten. Jetzt können wir natürlich sagen, wir gehen auf 4 Sekunden. Sagen dann an dieser Stelle drücken wir die Taste N und reduzieren somit den Arbeitsbereich. Das heißt, hier an dieser Stelle wollen wir jetzt das Ganze noch ein bisschen skalieren. Das heißt, wir klicken mit Rechtsklick auf diese schöne Leiste darauf, gehen dann auf Kombination auf Arbeitsbereich trimmen, klicken darauf und jetzt haben wir noch diese 4 Sekunden, die wir bearbeiten die ganze Zeit. Mehr brauchen wir nicht und hier an dieser Stelle ist jetzt so, dass wir hier an dieser Stelle sagen können, dass wir die beiden Textebenen wieder zusammenfügen. Das heißt, wir wählen beide wieder aus, sagen wieder auf Rechtsklick, dass wir dieses Ganze als Unterkomposition erstellen wollen, klicken darauf und sagen dann hier an dieser Stelle einfach mal irgendwie x-beliebig irgendwie umbenennen. Wenn wir das Ganze umbenannt haben, können wir es auch mit OK bestätigen und haben jetzt noch eine Textebene, die wir hier bearbeiten können, denn diese benötigen wir nur noch und jetzt ist im nächsten Schritt, dass wir diese natürlich wieder duplizieren, das heißt mit STRG und D duplizieren wir das Ganze. Denn wir wollen jetzt die untere Ebene bearbeiten nochmal. Wir wollen das Ganze ein bisschen peppiger machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier das Ganze auf 3D-Ebene. Das heißt, wenn wir diese Ebene hier klicken, dann erzeugen wir das Ganze, dass eine 3D-Ebene erzeugt werden kann. Jetzt gehen wir auf Rotation. Und hier kann ich das Ganze nochmal kurz zeigen, weil wenn wir diese Ebene nicht aktivieren, diese 3D-Ebene, dann haben wir nur noch eine einfache Drehung. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen das Ganze eben in den verschiedenen Achsen natürlich positionieren. Das heißt, hier an dieser Stelle wollen wir das Ganze hier in der ersten X-Drehung wollen wir das Ganze auf minus 89 ändern. Wir können mit der gedrückten Shift-Taste und Pfeiltaste nach unten können wir das Ganze dann so platzieren, wie wir es haben wollen. Und dann hier an dieser Stelle, ja, erstmal ungefähr so platzieren wir das Ganze. Im nächsten Schritt ist jetzt so, dass wir ein Bild einfügen. Das habe ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung drin, so wie natürlich die Fontart, die ich hier verwende. Falls du irgendwie downloaden möchtest und verwenden möchtest, kannst du es gerne dir runterladen. Fügen das Ganze ein und natürlich ist jetzt so, dass dieses oben ist und wir wollen das Ganze natürlich, dass das unter der Hintergrundebene ist, denn wir wollen das nämlich nicht sehen, wollen wir auch nicht sehen.
So, haben wir das nämlich? Setze so, dass wir hier an dieser Stelle nämlich einen Effekt einstellen oder was heißt, einen Effekt reinbringen wollen. Das heißt, wir gehen auf Effekte und Vorgaben und suchen uns jetzt den eben übergreifenden Weichzeichner, suchen wir uns jetzt raus über Effekte. Den finden wir über Weich- und Scharfzeichen, ziehen diesen in diesen schönen Textebene hinein. Und jetzt ist es so, dass wir hier an dieser Stelle natürlich das Ganze über Effekteinstellungen umändern. Und zwar gehen wir nicht auf diesen Text, sondern wir wollen das auf Pixel, dass es da eben drauf kommt. Und jetzt sehen wir hier, ja, wir sehen nicht wirklich was. Deswegen wollen wir hier an dieser Stelle das Ganze erstmal auf 89 Grad drehen. Okay, hier sieht man nicht wirklich was, aber so wollen wir es erstmal haben. Machen das Ganze auf 100, dass wir das Ganze ein bisschen besser haben, aber jetzt sehen wir gar nichts mehr. Deswegen an dieser Stelle wollen wir das mit der X-Drehung ändern. Wir reduzieren das Ganze auf 76 Grad und haben das dann hier an dieser Stelle, dass wir es besser sehen können. Und hier an dieser Stelle kannst du natürlich auch sagen, dass du das Ganze eben höher machen möchtest oder runter. Mehr runter ist es, wie gesagt, dir dann überlassen, wie weit entfernt diese Spiegelung eben sein soll. Jetzt ist es natürlich so, dass wir das Ganze hier schließen, sodass wir nichts hier aktiv haben. Gehen damit Rechtsklick drauf, denn wir wollen eine neue Ebene erzeugen. Das heißt, wir gehen auf Neu, suchen uns nämlich hier an dieser Stelle Einstellungsebene raus, klicken darauf und hier an dieser Stelle natürlich darauf achten, dass es auf der obersten Ebene ist, denn wir suchen uns einen neuen Effekt raus und zwar gehen wir wieder über Effekte und zwar Leuchten. Das finden wir hier unten, ziehen das Ganze hier einfach hier hinein und haben somit den Effekt natürlich auf die obere Ebene hier ausgerichtet. Und hier an dieser Stelle können wir über Effekteinstellungen natürlich auch sagen, dass wir den Radius ändern wollen oder besser können. Du kannst das Ganze so lassen, wie das jetzt ist, oder natürlich so wie ändern, wie ich es mache, und zwar auf 5. Und natürlich die Intensität reduziere ich hier an dieser Stelle auch. Hier ist es wichtig, dass du nicht 0.5, sondern 0.5 einstellst, damit du es genauso hast wie ich, weil Punkt erkennt er nicht wirklich an, sondern eher nur den Komma. Jetzt können wir uns das Ganze noch kurz anschauen, wie das Ganze aussieht. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir, liebe Zuschauer, hat das Ganze gefallen. Lass wie immer ein Like da, vergesst mich nicht zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, Sakko, in Adobe After Effects verpasst.